Unsere Hansestadt entspringt eine Handvoll berühmter Persönlichkeiten. Leider schon verstorben, aber der wahrscheinlich größte Star unseres Heimathafens ist Caspar David Friedrich. Ihm zu Ehren war am 27. August sein Schaffen Thema Nummer 1 in der Greifswalder Innenstadt. Also wir laden heute die Gäste von nah und fern zum 11. Caspar-David-Friedrich-Tag ein. Und zum 11. Mal zeigt, dass sich dieses Fest schon zu einer wirklichen Tradition entwickelt hat. Wir erwarten an insgesamt 9 Orten in der Stadt, also nicht nur hier auf dem historischen Marktplatz. Wenn es gut läuft und oben trocken bleibt, vielleicht so 10.000 bis 15.000 Zuschauer. Bereits seit einem Jahr ist das Team der Greifswald Marketing GmbH fleißig damit beschäftigt, diesen Ehrentag zu planen. Wir müssen verschiedene Gewerke zusammenbringen, wie zum Beispiel den Jahrmarkt, den man hinter mir sieht, den Kunsthandwerkermarkt vor dem Pommerschen Landesmuseum und natürlich auch die Institutionen, die ihr Programm zusammenstricken müssen, das Spiritus, das Pommerschen Landesmuseum, das CDFZ, der Dom, die Kirchen generell, das Rathaus. Wir müssen da einiges in Verbindung miteinander bringen und das geht eigentlich Februar, März, April spätestens los. Und dann kommen noch Sachen wie Flyerdruck und so weiter und so fort, das ganze Marketing drumherum. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marketingagentur haben bei der Organisation dieser Veranstaltung nicht nur langjährige Expertise, sondern auch immer wieder neue Ideen. In diesem Jahr war das Motto des Caspar-David-Friedrich-Tages Kulinarik. Das bedeutet also, dass wir auf dem Vorplatz des Pommerschen Landesmuseums einen Kulinarikmarkt aufgebaut haben, wo es verschiedene kulinarische Köstlichkeiten zu verkosten gibt, zu kaufen gibt, zu mitnehmen gibt. Und die Institutionen haben ihr Programm auch auf Kulinarik ein bisschen ausgelegt. Deswegen werden Sie Lehmofen entdecken, Sie werden Caspar-David-Friedrich-Brause trinken können, etc. etc. Viele Produkte der Region erleben, die es auch schon zu Friedrichs Zeiten gab. Aber damit nicht genug. Das Pommersche Landesmuseum, das Caspar-David-Friedrich-Zentrum, der Greifswalder Dom und die St. Marienkirche sowie das Kulturzentrum St. Spiritus öffneten für Besucherinnen und Besucher kostenfrei ihre Türen und boten Interessierten allerhand Programmpunkte mit Friedrich als Hauptaugenmerk. Auf dem Marktplatz konnte nach 2-jähriger Corona-Zwangspause endlich wieder der historische Jahrmarkt aufgebaut werden. Ein Bühnenprogramm vor dem Rathaus sorgte außerdem für Unterhaltung. Wie in jedem Jahr warf sich der Geschäftsführer des Stadtmarketings, Mike Wittenbecher, für den Romantikmaler in ein historisches Gewand. Seine Faszination gegenüber Caspar David Friedrich entstand allerdings erst, als er unser Bundesland zu seinem Wohnort machte. Heute muss ich sagen, bin ich nicht nur ein großer Fan, Freund und Bewunderer, sondern merke auch, welche Bedeutung dieser Maler für die städtische Entwicklung hatte, für die Epoche der Romantik und welche Bedeutung er noch heute hat, um Greifswald wirklich zu einer romantischen Kulturhauptstadt Mecklenburg-Vorpommerns zu machen. In 2 Jahren wäre Caspar David Friedrich im Übrigen 250 Jahre alt geworden. Das Greifswald-Marketing-Team hat jetzt schon Ideen und große Pläne, wie der Geburtstag des berühmten Greifswalders gebührend gefeiert werden kann. Und da werden wir also mindestens 7 Tage vom Samstag bis Samstag in der Mitte, am Mittwoch vermutlich, wenn ich mich recht erinnere, wird dann sein Geburtstag liegen, eine ganze Woche, eine Festwoche veranstalten. Das bedeutet also, dass eine ganze Woche lang dieser Tag, wie er heute hier stattfindet, eine ganze Woche lang gefeiert wird und sich alle Thematiken der letzten Jahre dort nochmal in dieser Woche wiederfinden und wir unserem berühmtesten Sohn der Stadt eigentlich nochmal so einen richtigen Putsch geben können. Das Team von Greifswald Marketing freut sich sehr, wenn auch in den kommenden Jahren und natürlich zum großen Jubiläum wieder zahlreiche Gäste in die Greifswalder Innenstadt strömen, um eine kleine Zeitreise in das Leben von Caspar David Friedrich zu machen.